Juhu, es ist wieder mal vollbracht. Ich habe jetzt kein weiteres Licht in dem Raum hier an. Das ist jetzt alles nur davon sozusagen, also mehr als ausreichend Licht haben wir jetzt auf dem Schreibtisch hier. So schaut das Ganze vom Detail aus. Das kann ich dann nochmal zeigen, wenn es richtig hell ist. Ja, obendrauf mit kleiner, dass die Decke auch ein bisschen beleuchtet wird sozusagen, mit kleiner Zusatz-LED. Tja, und das sind jetzt wie viele LEDs? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14 und 4 sind 18 LED-Spots hier unten dran. Die haben jeweils 4x 1 Watt LEDs und die haben 3x 1 Watt LEDs. Puh, dann muss ich dann erstmal ausrechnen, du. Und hier oben die, gut, die kann man natürlich unter Ök verbuchen, die Leuchtstärke, aber die leuchten ja auch noch ein bisschen mit, ne? Ja, na, was schätzt man denn, was das so zieht mit der Action for Free Bedini SSG Ansteuerung? Halt jetzt mit so einer Spule drin hier. Und einen Haufen Zusatzwindungen als dritte Wicklung. Und ja, das erkläre ich dann nochmal im Detail. Hier vorne so eine Art gelbe Spule haben wir auch dabei, ne? Hat so keinen weiteren großen Sinn, aber sieht halt schick aus, ne? Siebeneinhalb Watt. So, und da ist jetzt noch das Schaltnetzteil dazwischen. Hier oben ist dann nämlich der Dimmer. Ich könnte noch einen Zicken, könnte ich noch höher fahren. Es würde dann aber nicht so viel heller werden. Also so, ich merke dann keinen großen Unterschied. Und dann wären wir dann, ich glaube, hier bei 9 Watt. Ich ziehe nochmal ganz hoch. Das war ganz runter. Jetzt haben wir Volllast. Das ist schon Volllast. Okay, bei Volllast 7,5 Watt. Doch, 8 Watt. Ja, pendelt so ein bisschen. Okay, aber trotzdem. Ich bin zufrieden erstmal. Ja, und so ist es eigentlich zusammengesetzt worden. Das ist eine normale Ferritkerne, ne? Und die habe ich bewickelt. Und zwar einmal hier mit zweimal, das ist zumindest 0,20 oder 0,30. Bin ich mir gar nicht so sicher. Jedenfalls verzwirlt. Und dann noch ein Draht extra dazu, nämlich 0,15er. Das habe ich in die eine Schale gemacht und in die andere Schale, die habe ich vollgewickelt mit 5x, ich glaube 0,10er ist das. Ja, 5x 0,10er oder 5x 0,15er ist, glaube ich,
rum wie numm, müsste beides funktionieren. Das ist auch alles verdrillt, ne? Und damit habe ich den anderen Kern voll gemacht. Ja, dann einfach aufeinander gepappt und halt die Enden so angeschlossen, wie sie anzuschließen sind. Ne? Hier haben wir ja dann zweimal dicken Draht und einmal dünnen Draht, da die ganz normale SSG-Schaltung ran. Und hier muss man dann lediglich gucken, durchprobieren, wo praktisch der Back-EMF ist. Also da ist keine Gleichrichterbrücke oder sonst noch was dazwischen. Einfach direkt dann daran an die Wicklungsenden und Wicklungsanfänge die LEDs gekoppelt. Und ja, in die eine Richtung funktionieren sie und in die andere Richtung funktionieren sie nicht. Ja, da habe ich dann pro Wicklung sozusagen immer 3 von den LED-Spots. Ja, zum Beispiel jetzt diese 3 hier hängen jetzt an einer einzelnen Windung in Reihe von der, ja, wie sagt man dazu, Sekundärwindung, deine eigentlich, ne? Ja, so, dann immer schön 3er-Pakete gemacht und die vier kaltweißen LEDs hier, die sind alle in Reihe geschalten und die sind über einen ganz normalen SSG-Ausgang betrieben. Ja, wenn man dann die richtigen Transistoren findet, dann zieht das auch ganz schön wenig Strom. So wie wir es gerade gesehen haben. Ich habe probiert und habe herausgefunden, dass zurzeit die hier gar nicht mal so schlecht sind. Ne, dafür, die gehen ganz gut. Als Kondensator habe ich diesmal so einen genommen. Das ist, glaube ich, ein 2000... Ne, 7100 Picofarad? Ja, 7100 Picofarad. 2000 Volt. Geht aber auch 1500 Volt. Na, was man halt so gerade da hat, müsste halt mal ein bisschen rumprobieren. Aber das klappt ganz gut. So. Schön. Also, ganz optimal scheint es doch noch nicht zu sein, weil der hier, der wird so feuerheiß, den kann man nur mal anfassen. Da muss auf alle Fälle ein Kühler drauf. Das ist ja Wahnsinn. Hm. 1500 Volt. Eigentlich könnte der schon ein bisschen was vertragen, ne? Und das Ding wird also feuerheiß beim Eingang von 7,5 Watt. Aha! Und die anderen leuchten wie Sau, die ganzen Lampen. Hm. Na, ich denke mal ein bisschen drüber nach, aber erstmal mache ich einen Kühlkörper drauf. Und jetzt ganz am Ende nochmal die Schnellzusammenfassung. Ja, also hier kommen wir mit unserem Strom rein. Unseren bis zu 12 Volt geht auch schon ab 5 Volt los. Hier die SSG-Schaltung und dann, ne, ganz normal wie gehabt, die SSG-Schaltung. Haben wir dann hier unten die sozusagen die Primärspule, ne, mit den 2 dicken Drähten und den einen dünnen Draht. Und hier oben, das sind dann die 5 ganz dünnen Drähte zusammengewickelt. Ja, das ist eigentlich schon das ganze Geheimnis dahinter. Und jetzt kommt der Moment, wo der Frosch vielleicht die Fliegen fängt. Jetzt haben wir den Alone-Akku. Das sind 7 Zellen in Reihe. Jetzt sind wir bei 14 Volt. Puh, mal schauen. Wo ist er? Hier ist er. Aha. Es hat sich schon etwas getan. Aber mehr auch nicht. Hm. Vielleicht müssen wir aber auch nur ein bisschen tanken. Habt ihr schon Minus vertauscht? Hm, schade, diesmal war da nicht mit live beim Moment. Hii, klappt. Es reicht zwar noch nicht ganz für die hier, aber die ganzen anderen schwingt alles. Mit Kristallakku. Tja, da muss mal wieder ein bisschen betankt werden. Dürfte ziemlich trocken sein und wenn er dann richtig voll ist,
müssten die auch noch mitkommen. Aber das reicht mir jetzt erstmal. Und euch hoffentlich auch.